Hier drin ist sie also, die neueste Konsole aus dem Haus Nintendo und noch so ein paar kleine andere Nettigkeiten. Aber mal schauen, was sie alles drin hat, nicht wahr? So, jetzt haben wir... hallo? So, jetzt aber... Ja. Haben schon mal vor aufgeschnitten, weil das dauert immer sowieso am längsten, beziehungsweise ist auch am lautesten, daher... Ach, du grüne Neune. Tja, man sieht es vielleicht bereits in der Kamera. Nee, sieht man nicht wirklich. Egal, erst natürlich das ganze Zeug auspacken, das sowieso keiner braucht. Jetzt zum Beispiel irgendwie Pappmaché. Zeitungen sowieso. Könnte man zwar gut das Kamin gebrauchen, aber ist noch ein bisschen zu früh, um den anzuschmeißen. Daher ist alles weg hier. Ja, was hat's denn da Schönes? So. Der Grund, wieso die Kiste hier so groß ist, hat natürlich... Ich sag's mal so. Zum einen mal drei Spiele. Erstmal die ihr wolltet. New Super Mario Bros. U. Sind mir nicht so gut, aber ich zoom's gleich näher ran, keine Sorge. Zum einen mal das Spiel, dann auch Zombie. Nicht das Spiegelbild reflektieren, liebe Kamera. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So, dann noch Assassin's Creed. Hallo, 3. Ups, gerade das Mikro gekommen, sorry. Assassin's Creed 3. Hi, so jetzt aber. Und was haben wir sonst noch Schönes? Wir haben, was soll das sein? Screen Cleaner. Auch nicht übel. Für, ja, das ist mir bereits für den neuen Wii U Gamepad Controller. Tja, wenn wir schon bei Controller sind, liebe Freunde, was haben wir hier noch Schönes? Guckt euch das mal an. Der Wii U Pro Controller. So sieht er aus, soll irgendwie eine Nachmache behaupten viele vom Xbox Controller sein. Steht sogar alles auf Englisch hier drin, hier hinten, zeige ich aber gleich näher. Wii U Controller Pro. Wii U Pro Controller, ja, viele verschiedene Sprachen sind hier drauf, ist das sehr schön. Den habe ich mir deshalb gekauft, weil beim Let's Play ist es halt so, dass ich halt nicht beide Bildschirme zeigen kann, sprich halt nicht den Bildschirm vom Fernseher, das halt von der Konsole direkt aus gestreamt wird, und auch noch den vom Wii U Gamepad, kann ich ja schlecht beides gleichzeitig aufnehmen. Daher werde ich vermutlich die meisten Spiele mit dem Pro Controller zocken, wenn es möglich ist, wenn nicht, dann halt mit dem Wii U Gamepad oder das halt auch, weil, naja, ist halt schon eine innovative Konsole halt nicht, aber ein innovativer Controller, und daher sollte man den schon ausgiebig benutzen, wenn man schon mal so einen hat, nicht wahr? So, oh, ganz toll. Wii U New, steht dann sogar mit dem Schweizer Kreuz, dann nicht übel. Was steht denn hier Schönes? Ach du Scheiße, na gut, hier stehen vor allem halt die Launch-Spiele und Launch-Titel. Moment, Moment, ich zeig's gleich. Super Nintendo Land, hallo, Kamera zoomen. Zoomen, Kamera zoomen. Ja, viel zu spät so. Dann News of Mario Bros. U, Just Dance. Was, Just Dance 4 steht da? Alter Schwede. Zombie U, Assassin's Creed 3 und Rabbids Land. Oh, da unten, ist noch was, da unten ist noch was. Sports Connection. Oh Mann, noch sportlicher sein. Oh, hier hinten geht's noch weiter. Tekken Tag Tournament Edition. Oh ja, da weiß ich auch davon, dass die Wii U Edition... Hallo, Kamera zoomen. Kamera. Alter, die will einfach nie zoomen. Beziehungsweise halt scharf stehen. Ja, die Wii U Edition von Tekken Tag Tournament, die soll noch ein paar Special-Kostüme beinhalten, wie zum Beispiel auch ein Zelda-Kostüm, ein Ski-Kostüm, Bowser-Kostüm und irgendwie auch noch Ganondorf, Mario, Luigi etc. etc. Soll also ziemlich vieles umfassen. Hier sieht man sonst noch die einzelnen Packs halt, die es da gibt. Sprich halt das Premium-Pack der schwarzen Wii-Edition mit 32 GB Festplatte drin. Natürlich jetzt nicht so viel, aber denk mal, für eine Wii U braucht es auch nicht sehr viel mehr. Da ist das schon gut so. Hier noch der Basic-Pack. Mann, Kamera, kannst du jetzt mal ein bisschen scharf stellen? Ah, ich könnte es auch manuell machen, aber ich habe gerade keine freie Hand. Ich habe leider nur zwei. Und noch die ganzen Accessoires, man sieht ja auch ganz links außen, sieht man's. Kamera, jetzt zoom bitte gefälligst. Hallo, scharfstellen. Was jetzt vielleicht? Ja, ein bisschen besser. Da sieht man auch noch die Wii-Fernbedienung und das Nunchuck. Auch das kann man natürlich gebrauchen für sehr viele Spiele. Wie zum Beispiel, wie ich erfahren habe, auch New Super Mario Bros. U unter anderem. So, und natürlich das Kernstück, haben wir es endlich hinter uns. Ganz schön schwer das Teil. Nee, Quatsch, nicht so schwer. Moment mal kurz, ich zeig's auch gleich. Da ist noch was. Aber erstmal weg mit der dämlichen Kiste. Moment, wird gleich laut. Autsch. Oh, naja, aufs Bett geflogen. Ist ja auch egal.
So, hier, was haben wir noch Schönes? Irgendwie ein Accessory Guide Dingsbums. Ah, Gamepad Accessory Set, genau. In den Fingerabdrücken und so, weil ihr wisst noch vom 3DS, kenne ich vor allem noch, dass da halt Fingerabdrücke sehr schnell sichtbar sind und natürlich auch eben da halt mit dem Stift rumherum fungiert, fingiert, wie auch immer, dass halt schnell Abdrücke entstehen können und auch vielleicht sogar teilweise Löcher auf dem Screen, wenn man mal ein bisschen sauer ist, ein bisschen härter drauf rumschlägt. Daher sicher nicht allzu übel, so ein Cleaning Set. Hat ja auch nur etwa 20 Franken gekostet. Nur, sage ich da, wa? Nur 20 Franken? Ja, das ganze Pack hat mich 750 Schweizer Franken gekostet und damit bin ich jetzt offiziell fast pleite. Aber naja, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und jetzt natürlich zum Kernstück. Oh, das Hilfe. Da ist sie. Nicht spiegeln. So. Die Premium Edition, ist mir gerade etwas runtergeflogen. Die Premium Edition, das Premium Pack, wie auch immer, mit Nintendo Land integriert. Spiegelbild, hallo? Nö. Na, super. Gut, ja, da oben Nintendo Land. Davon gibt es ja am Sonntag noch einen Let's Test. Sprich, wenn ihr dieses Unboxing-Video gesehen habt, dann könnte es bereits sein, dass das Let's Test durch ist oder aber es erst nachher hochladen, weil beides kommt am Sonntag. Daher könnt ihr euch sonst mal auf dem Channel rumschauen. So, ab 7 natürlich. Ja, den finde ich auch gut. Hier unten steht ab 7, was steht hier? USK ab 6. Ja. Ja, was jetzt? 7, 6? Na egal. Premium Pack sieht sehr schön aus, sehr nice. Auch hier noch mit dem ganzen, was der sonst noch alles beinhaltet. Hat die Konsole mit 32 GB. Das Wii U Gamepad. Dann, was? 3, 4, 5. Was zum. Ach so! Netzteil für die Wii U selber, also die Konsole selber und das Netz noch für den Controller. Ach du Scheiße, stimmt ja. Nummer 5, halt das HDMI-Kabel, auch nicht besonders. Wobei ich sagen muss, ein HDMI-Kabel inklusive, das gab es nicht so oft. Ich glaube, der PS3 hat auch keines inklusive. Naja, ist auch egal, hier noch ein Ständer. Ja, bitte nicht zweideutig verstehen. Ein Ständer, glaube ich, für die Konsole, glaube ich. Und hier für das Gamepad oder umgekehrt, bin ich ganz sicher. Nee, Moment mal, das müsste, glaube ich, irgendwie die Ladestation für das Gamepad sein. Und hier irgendwie der Ständer fürs Gamepad, zum halt, ja, wieso auch immer, sehen Sie nachher. Hier der Ständer für die Wii U, die Konsole selbst, wobei ich den vermutlich nicht gebrauchen kann, wegen meiner Konstruktion da. Mehr dazu seht ihr dann im 1000 Abonnenten Special, dass jemals mal kommen sollte. Also, ja, irgendwann schon mal. Hier vermutlich das Spiel, schätze ich mal. Und hier noch die Sensorleiste, die man ja auch braucht, vor allem für Wii-Controller, Accessoires, etc. etc. Alter! Naja, so schwer ist es wirklich nicht, aber wenn man nicht darauf vorbereitet ist, könnte man schon überrascht sein. Mal gucken, was jetzt denn hier schön ist. Oh, einfach mal so laut. Hey. Sorry Leute, ich werde glaube ein bisschen lauter, fürchte ich. Alter. Ja. Mal ein bisschen leiser machen. So. Alles aufklappen, schön. Natürlich wieder mal Untonnen von Karton. Alter, Plastik und Karten heutzutage wird verbaut. Hey, das geht dir unter keine Kuhhaut. Mann, ist das laut hier. Bisschen zurück hier. So. Ja, ich denke mal, das Info-Video hier dürfte ein bisschen länger werden. Was? Ich habe bereits 8 Minuten. Alter Schwede. So, mal gucken, was haben wir hier Schönes. So, jetzt. Nintendo Network Premium. Ach, du grüne Neune. Stimmt ja, das gibt's ja auch noch. Sprich halt da die neue, ja, Netzwerklösung von Nintendo, wo man halt auf der ganzen Welt miteinander kommunizieren kann, etc. etc. Soll ja besser sein als das alte, hoffe ich zumindest mal. Vielleicht mache ich darüber mal irgendwie ein Special-Video und so, weil ich denke mal, hier im Unboxing dürfte das nicht mehr so mitkommen. Oh, das ist geil. Die Wii-Punkte, Nintendo-Punkte meine ich. Ich sage deshalb geil, weil es dürfen sich viele Schweizer Fans und euch ebenfalls freuen darüber. Das Problem bei uns in der Schweiz ist, liebe Freunde aus Deutschland, Österreich etc. Wir bekommen normalerweise für Spiele und sonstige Nintendo-Gegenstände bekommen wir normalerweise keine sortigen Nintendo-Punkte. In der Schweiz sind die ja nicht besonders beliebt und laut der Website dürfen sich auch gar keine Schweizer anmelden. Offenbar. Ja. Aber hier so bei Konsolen sind natürlich sowieso immer vorhanden, weil ich glaube, irgendeine spezielle Schweizer Version gibt es gar nicht. Bei Spielen offenbar schon. Frag mich nicht wieso. Ja. Eher uninteressant das. Sonst hier sind es auch hier unwichtige Informationen über Nintendo Wii U. Also unwichtig natürlich nicht, aber halt
Gefahrenhinweis, sonstige Hinweise, wie Verkabelung etc. etc. Aber mein Gott, bin ich 6 oder was? Oh, ist ja ab 6, deshalb. Quick Start gut, Schnellstartanleitung, braucht auch keine Schweine, vor allem. Ich brauche keine Schweine. Keine Schweine brauche das. So. Oh, Vorsicht, Attention. Da unten steht Attention. Hallo, Kamera? Ah, meine Fresse, die Kamera, hey. Ist ja sonst gut, aber ganz toll, ist noch was runtergeflogen. Aber wenn du halt da schnell was hin und her bewegst, dann kommt er nicht nach mit Zoomen, beziehungsweise Scharfstellen. Das ist doch einfach nur zum Mäusemelken. Tja, versuch's mal. Bedienungsanleitung der Wii U. Da bin ich nochmal sehr gespannt drauf, was da interessantes drinsteht. Vermutlich gar nichts. Oder? Mal kurz durchblättern. Nö, nicht wirklich. Also ihr verpasst nicht wirklich etwas. Naja, mal gucken. Sowieso uninteressant. Das könnt ihr dann selber nachlesen, weil ihr mal selber eine Wii U habt. Ich meine, momentan ist sie zwar bei uns jetzt 450 Franken teuer, aber die werden sowieso in den nächsten Monaten wieder ein bisschen billiger werden. Den kennt man doch von Nintendo. So. Nintendo Land. Das Spiel, das inklusive ist. Und ich freue mich wie ein Weihnachtsschnitzel. Was? Weihnachtsschnitzel? Was ist denn das für ein dämliches Wort? Wie ein Weihnachtskind, weil, ganz ehrlich, Leute, die Disc ist in einer eigenen, na, sagt schon genau, Verpackung drin, ganz gewöhnliche, ja, Spielerbox halt. Und nicht so wie bei früher noch, ich glaube, das war beim 3DS auch so oder was sonst in Konsolen. Jedenfalls, wenn sonst jemand ein Spiel dabei war, war es immer so ein dämlichen, naja, man könnte fast sagen, Frischhaltefolie für CDs eingeschlossen, nicht so halt in der typischen Box, wenn es halt inklusive war, nicht wahr? Hier oben auch stehen, Nintendo Network. Moment mal, so jetzt aber, sorry, ans Mikrofon gekommen. Hier, Nintendo Network, na endlich mal. Ja, dürfte durchaus spannend werden. Na, mal gucken, was habe ich hier hinten noch Schönes, habe ich bereits gesagt. Oh, da guck mal einer an, da freue ich mich ja wie ein Weihnachtskind, hey. Schon wieder vor allem. Und nochmal Nintendo Punkte, yeah. Ja, und noch sonst hier drin noch. Die Disk selbst, die Wii U Disk, die offenbar 25 GB Speicher beinhalten soll. Ich glaube sogar pro Seite, oder? Das nur auf, nein, dürfte eigentlich nur auf einer Seite sein. 25 GB, das muss man sich mal rein. Ups, war gerade ein bisschen laut, sorry. Das muss man sich mal reinziehen, Leute. Ich meine, 25 GB klingt vielleicht nicht so viel, vor allem im heutigen Zeitalter der Blu-ray und so, aber Wii-Spiele hatten immer nur maximal 4,7 GB. Jetzt die Wii U-Spiele. Mit 25, da stelle ich mir vor allem bei Zelda-Spielen sehr gigantische Welten vor. Superschwere Tempel etc. etc. Aber ja, mal schauen. Nintendo Land, hier haben wir es. Am Sonntag auch ein Let's Test davon. So, jetzt lassen wir ein bisschen beilen, weil heute, sprich am Freitag, sollten irgendwie noch die erste Folge von Mario kommen. Hier haben wir, wie können es auch anders sagen, man kann einfach auspacken, hey. Brauchst du nachher sowieso. Ah, ist immer so. Immer so toll verschnüren müssen. Man könnte meinen, irgendwie, man will das, was weiß ich, zehnmal durch die Gegend werfen, das müsste dann nachher immer noch gut verpackt sein. So, jetzt aber bitte. Kommst du mal raus? Hallo? Achtung, fliegen wir gerade auf den Boden. So, Glück gehabt. Hier mal das Netzteil, wofür auch immer. Ich schätze, es wird für die Wii U selbst sein, oder? Wobei es das kleinere, dürfte das vielleicht für den Controller, sprich das Wii U Gamepad sein. Oh, das Wii U Gamepad. Weg, Mama, wo ist denn das überhaupt? Mutter unten, wa? Na, echt umnehmen. Immer nach oben herum. So, das wird wohl für die. Oh, alter Schwede, guck doch mal das an, wie fett das Teil ist. Das Netzteil für die Wii U Konsole. Ja, leck mal am Schöpli. Geht's noch gigantischer? Nee, das packe ich später aus. Es dauert sonst zu lange und wird sonst zu laut auch noch. Weil hier muss ich wieder das alte Mikrofon nehmen, was zwar soweit ganz gut ist und auch gut aufnimmt, aber eben leider auch zu gut aufnimmt. Hier das kleine Scheißgeräusch. Ah je, so. Hier noch irgendwie, wie gesagt, der Ständer für das Wii U Gamepad Controller. Schätze ich mal. Ich spreche das überhaupt richtig aus? Gamepad Controller? Da heißt es einfach nur Gamepad. Ich glaube, es heißt nur Gamepad. Wii U, sieht man hier vielleicht, was da steht? Doch, man sieht es. Wii U. Geil. Mal gucken. So, haben wir sonst noch Schönes?
Hier ist die Vorrichtung, glaube ich, für das Ladestation sein. Yep, das ist die Ladestation für das Gamepad. Wobei, ganz ehrlich, also wenn es... Jetzt haben wir das, die Ladestation, jetzt haben wir hier einen Ständer noch. Wieso brauchen wir überhaupt einen Ständer noch, wenn wir sowieso eine Ladestation haben? Weil ganz ehrlich, der Controller soll sowieso nur etwa 3-4 Stunden halten. Länger nicht. Das heißt, ich muss sowieso dauernd anschließen. Ja, da werden so die Eltern freuen, wenn die Stromkosten irgendwie in die Millionenhöhe schnellen. Vielen Dank an Nintendo. Hier noch die Sensorleiste. Kennen wir ja von der Wii noch, nichts Besonderes. Oh mein Gott. Oh, ein HDMI-Kabel. In dem typischen Nintendo-Grau. Moment, das klingt nicht falsch, wa? Nintendo-Grau. Naja. Und hier noch so die genannten Mini-Stöpselständer, keine Ahnung, für die Konsole. Tja. Mehr als hier drin nicht, das war hier drin alles. Boden mit dir. Auf dem Boden der Tatsache. So, jetzt aber zum wichtigen Teil. Langsam mal beenden, hey, 16 Minuten bereits und muss nachher noch die erste Folge aufnehmen. Von Mario, glaubst du nicht, hey. Na, ich hoffe zumindest so, EUA. WTF. WTF, was soll das sein? Das ist Hilfe. So. EUA. Europa, Amerika? Keine Ahnung. Ich pack's mal kurz aus, Freunde. Oh, alter Schwede, die spiegelt ja. Ah, wie die spiegelt. Jetzt seht ihr sogar, mein Bildschirm im Hintergrund. So, da seht ihr auch mein Mikrofon, ist ja auch schön, nicht wahr? Alter. Dass immer so laut sein muss. So. Da, was war das gerade? Stromschlag, na ganz toll, nicht mal angeschlossen, sondern Stromschlag. Das ist ja also. Die brandneue Konsole der Wii U. Naja, also brandneu. Ja doch, man könnte schon sagen brandneu, war. Je nachdem war die Kleber dran und so, ist sowieso klar. Aber nehmen wir sie nachher weg und... Moment mal so, jetzt seht ihr was. Naja, nichts Besonderes was. Denk mal hier noch die USB-Anschlüsse. Jawohl, die USB-Anschlüsse, Moment, ich zoome näher ran. So, hier rechts die USB-Anschlüsse, natürlich USB 2.0, weil 3.0 wäre zu teuer gewesen. Hier haben wir noch den SD-Anschluss, die SD-Karte, Speicherweitung etc. Und hier hinten halt die ganzen Anschlüsse, hier ein Stromanschluss, hier noch für Sensorleiste, das hier, was ist denn das? Also der Komponentenanschluss. Sprich halt der alte Anschluss noch, den man vielleicht für die Wii auch noch hatte, hier HDMI, also entweder das oder das, vorzugsweise das. So. Und hier nochmal zwei USB-Anschlüsse. Tja, das ist sie. Die Konsole in Schwarz. Die Konsole in Schwarz, statt die Männer in Schwarz. Aber irgendwie noch ziemlich groß, wa? Was vor allem tief, nicht groß. Ist irgendwie... Ja, ich würde sagen etwa... etwa ein Drittel länger als die Wii-Konsole. Schätze ich mal. Naja, egal. Das wird Lucy zum Abstauben, wenn die so spiegelt. Nicht runterfallen, bitte. Ich habe noch so Garantie drauf, aber braucht das Teil noch. Endlich. Das ist viel leichter Teil. Ist echt leicht. Alter Schwede, ist das Teil breit. Der Wii U Gamepad Controller. Alter. Der ist viel breiter, als ich in Erinnerung habe. Also sprich, als da so ein Trillen und so dachte. Der Bildschirm ist locker doppelt so groß wie ein 3DS-Bildschirm. Ja, schon gut, das zeige ich es wieder. So, das ist natürlich immer noch wieder sehr tolle Verspiegelung im Hintergrund. Ach du meine Fresse. Hier haben wir noch Anschlüsse, wofür auch immer. Mal kurz gucken. Ich muss jetzt mal Stromanschluss war. Ja, vor allem Stromanschluss. Dann hier hinten natürlich die Schultertasten auch noch. Sprich, ja, so, Mann! Schultertasten hier auch noch. So, hier haben wir noch Kopfhörerkabel, da zum einen. Das wird wohl die Übertragung sein zur Konsole, wo ich gerade den Finger drauf halte. So, jetzt sieht man spiegeln. Und hier wohl noch die Verbindung, wenn man irgendwie direkt an der Konsole anschließen möchte, zum irgendwie aufladen oder so, denke ich mal. Ist noch ein Stift drin? Jawohl,
jetzt noch einen Stift drin. Und rausziehen kann, so. Tja, mal kurz gucken, allgemein so. Mit einer Hand halten. Geht relativ gut, das Problem ist nur, ich bezweifle, dass nach 2 Stunden Zocken immer noch kann, aber naja, mal gucken, nicht wahr? Sonst alles sehr bequem. Alles gut erreichbar. Sehen wir hier? Alles gut erreichbar, kein Problem. Also denke mal, der Kauf hat sich gelohnt. Natürlich, die Farbe Schwarz ist unbedingt mein Favorit, wegen Staubflecken. Ja, das ist mein, aber halt auch Fingerabdrücke etc. Naja, wird wohl schon seine Richtigkeit haben. Hier unten auch haben wir noch das TV-Symbol, beziehungsweise auch den TV-Button, wenn man das so sagen möchte. TV halt auch deswegen offenbar, weil man damit auch den Fernseher direkt steuern kann, was natürlich sehr cool ist. Und was ich auch extrem geil finde und dafür ein großer Plus Nintendo, guckt euch das mal an. Man kann den internen Akku hier endlich rausnehmen. Das gab es ja bei vielen Konsolen und, nicht Konsolen, aber vor allem Controllern gab es das ja nicht und das finde ich schon mal sehr genial. Hier auch noch, kann man die Lautstärke noch einstellen. Vom Gamepad selbst, schätze ich mal. Also alles in einem würde ich sagen, echt geniales Teil. So, das war's aber auch schon. Das sind wir wieder gegen 20 Minuten. Über 20 Minuten sogar. Alter Schwede. Noch kurzes Spiel durchgucken. Nintendo Land. Dann, ist gar kein Spiel. Mann, was seid ihr Spiele? Glaub ich euch. So, alles weg da, alles weg, alles weg. Hier, Assassin's Creed 3. Moment, ja. Hier sieht man auch sehr schön, da unten, ich glaube etwa da steht es geschrieben, genau das und das Ganze auch mit dem Wii U Gamepad, aber auch mit dem Pro-Controller und sogar mit dem Wii-Controller und Nunchuck spielen kann, wa? Nur Wii-Controller? Achso, nee, Moment mal, stimmt gar nicht. Das ist das Mikrofon von der Wii, oder Wii U wohl eher. Ja, einfach das Nintendo-Mikrofon, ist auch egal. Zombie U! So, was steht denn hier Schönes noch? Auch kompatibel mit... Oh, das ist sogar kompatibel mit... Moment mal. Na, so jetzt aber. Hier Wii U Gamepad. Wii U Pro Controller. Aber auch... Wii Fernbedienung plus Nunchuck. Geil. Ja, was haben wir dazu? New Super Mario Bros. U. Gibt es da noch was Neues zu erzählen? Denke mal nicht, oder? Ja, halt vor allem da mit dem Gamepad zu steuern. Okay, mal gucken, wie das so läuft, vor allem mit dem Let's Play und so, dass ich da nicht ständig ans Mikrofon herankomme. Und da noch zwei Spiele oder so. Ah, kompatibel deshalb. Also schätze mal, ein Spieler muss den hier haben, Wii U Gamepad. Und die weiteren Spieler können auch mit dem mit der Wii-Fernbedienung mitzocken. Tja, soviel dazu. Ja, das war's auch schon vom Unboxing-Video hier bezüglich Wii U und neuen Spielen etc. etc. Die dürfen ja bereits gestartet sein, sobald ihr dieses Video seht, hoffe ich mal. Es könnte aber auch jetzt so im Nachhinein, denke ich mal, sein, dass mit der ganzen Verkabelung und so, könnte es theoretisch auch sein, dass ich am Freitag nicht mehr dazukomme, die ersten Folgen aufzunehmen. Das heißt, dass dieses Unboxing-Video bereits am Freitag erscheint und deshalb die ganzen Wii U-Spiele hier halt erst Samstag und Sonntag, inklusive natürlich dem Let's Test noch zu Nintendo Land. Naja, mal schauen, nicht wahr? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.